Are you listening? Damn. Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality und im heutigen Muskel-Monday beschäftigen wir uns mit der immer wiederkehrenden Theorie. Machen Kohlenhydrate nach 18 Uhr wirklich dick? Ja! Vermeide Kohlenhydraten nach 18 Uhr, denn du wirst fett. Also ich habe jetzt hier eine handelsübliche Kartoffel. Die weiß auch nichts davon, dass sie nach 18 Uhr sich in Fett umwandelt. Also sagen wir es ihr lieber mal nicht. Nein, Spaß. Das ist natürlich kompletter Schmarrn, denn also die Kartoffel hat jetzt zum Beispiel keine Uhr dran, wo sie dann sagt, hey, nein, es ist 18 Uhr, jetzt verwandle ich mich in Fett. Das geht natürlich nicht. Wie es natürlich bei Kohlenhydraten ausschaut, die in einer anderen Umgebung wohnen, also quasi mit der Zeitverschiebung, das weiß ich leider auch nicht, aber jetzt, nein, mal Spaß beiseite. Es gibt verschiedene Studien dazu, die herausgefunden haben, dass es einfach kompletter Bullshit ist. Also es ist einfach nur Bro-Science entbehrt jeglicher Grundlage. Also man hat ich habe zwei Studien für euch. In der ersten Studie hat die eine Gruppe 70% ihrer Kohlenhydrate am Morgen zu sich genommen, während die andere Gruppe 70% ihrer Kohlenhydrate erst am Abend, also nach 18 Uhr, zu sich genommen hat. Und jetzt ratet mal, was dabei herausgekommen ist. Die Morgengruppe hat 30% an Muskelmasse verloren, während die Abendgruppe nur 7% an Muskelmasse verloren hat, während beide gleich viel Gewicht verloren hatten, genau. Also aber die eine Gruppe, die abends die Kohlenhydrate zu sich genommen hat, hat deutlich weniger Muskelmasse verloren und das wollen wir gerade behalten. Wir wollen ja nicht Muskelmasse verlieren, sondern Fett verlieren. Und dann gibt es noch die zweite Studie. Die ist bei israelischen Polizisten durchgeführt worden, hat man auch erst nach 18 Uhr die Kohlenhydrate zugeführt und es haben sich alle Werte verbessert, also die haben abgenommen, genauso wie die andere Gruppe, sogar um 2% mehr Fett verloren als die Control Group, also als die Gruppe, die ganz normal die Kohlenhydrate um 18 Uhr vermieden hat oder nach 18 Uhr. Und zusätzlich hat sich bei den israelischen Polizisten sogar noch sämtliche Blutwerte verbessert, also die ganzen hormonellen Zusammenstellungen haben sich verbessert. Und ja, ich denke, das ist Beweis genug, dass es einfach kompletter Bullshit ist. Denn überleg doch einfach mal, es gibt keine Zeitschaltuhr in einem kohlenhydratreichen Lebensmittel, das sich dann ab einer bestimmten Uhrzeit dann umschaltet und in Fett verwandelt. Also das gibt es einfach nicht. Das ist kompletter Bullshit. Und der einzige Grund, warum du dann abnimmst, weil du nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu dir nimmst, ist ganz einfach, weil du einfach eine Mahlzeit auslässt. Du ersetzt dann die Kohlenhydrate zum Beispiel durch einen Salat, durch Gemüse und Gemüse hat einfach fast keine Kalorien und das ist der Grund, warum du abnimmst. Aber nicht die bösen Kohlenhydrate an sich. Also bitte, wenn du daran geglaubt hast, bitte streich das aus deinem Gedächtnis. Du kannst auch nach 18 Uhr deine Haferflocken, deine Kartoffeln, deine Kohlenhydrate zu dir nehmen. Also schreib es mal in die Kommentare, was du von diesem Mythos hältst, denn man hört es ja wirklich immer wieder, leider immer wieder noch. Wie gesagt, schreib es mir in die Kommentare, like das Video, teile das Video, damit es auch viel mehr Leute sehen als nur du. Und dann sage ich bis zum Schluss sage ich viel Spaß beim Training. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them.